So, herzlich willkommen hier bei Twin Robots, so mäßig, so, ja, angezockt, ja, ja, ist ein cooles Spiel, so, man hat ja zwei Roboter, so, diesen ganzen Levels, die man sich aussuchen kann, auch selbst wenn man, einmal den Levels nochmal neu spielen halt, so, halt hier ist jetzt quasi jetzt hier die Steuerung, und ich finde das cool, ist auch cooler Soundtrack hier, so, ja, also Techno ist zwar nicht ganz immer eins, aber passt zum Spiel. Da ist Techno, ja, Techno, Rock, keine Ahnung, ein bisschen, weiß nicht, egal wie man die Musikrichtung nennt. Auf jeden Fall steuert man abwechselnd die beiden Roboter und ja, oben links und oben rechts ist die Energie von beiden, vom Weißen und vom Schwarzen, und man kann auch die Energie von dem einen auf den anderen führen und so weiter. Und ja, so, da habe ich jetzt hier ein bisschen hier rumgefuchtelt, vielleicht mache ich halt auch einen Rhythmus noch von der Musik. Oder mach ich jetzt schon, ja, weil einfach so cool war. Ja, sag schon, da ist Techno. So, oder was? Na, warte ich. Ja. So, und irgendwann die Energie geht auch flöten. Halt immer, dass immer erst einer ist da immer gefangen. Dann muss man woanders hingehen und den dann freilassen. So, was ich jetzt gerade da gemacht habe, da in die Luft geschossen. Damit kann man jetzt mit dem Spielwagen die Energie zum anderen transferieren halt. So, man muss aber nicht mit beiden Robotern nicht am Ende vom Level ankommen. Man kann das auch mit einem sogar machen oder ich, dafür gibt es auch Trophäen. Das ist ja von Ratalaika. Wahrscheinlich muss man gar nicht alle Levels machen oder was. Also auf jeden Fall ist da Platin möglich, 60% nur so, sag ich mal. Und tja, am Ende muss man auch erstmal das hier, so am Boden, die Dinger da hier, die blauen Dinger, das gibt quasi auch generell Energie. Aber doch erspäht erst Kraft, hier am Anfang habe ich das nicht. Ich bin einfach drüber gesprungen. Die sollten wir auch in jedem Level einsammeln, auch für die ganzen Trophäen halt, in jedem Level. Also muss man dann doch jeden Level machen, ja gut. So, dann habe ich hier noch ein bisschen rumgeeiert. Ja, das ist doch cool. Gott, war das immer schön. So. Ja, und dann kommt dann gleich hier der Ende vom Level. Und da muss man dann mit seiner Lebensenergie, die muss man dann, ja, hab ich immer ein bisschen Scheiße gebaut, so. Die Lebensenergie muss man dann jetzt dann gleich da in so eine Kiste reinmachen. Ja. Bis 100, also die Batterie aufladen von seiner eigenen Lebensenergie, von der eigenen Batterie. So, und damit kann man natürlich auch die beiden wechseln. Da sieht man, hier geht die Energie flöten. Da kann auch einer auch kaputt gehen dabei drüber. Windet kann man wechseln, dann macht der andere die Rest von Energie kann man dann reinmachen. Oder man geht nochmal zurück und sammelt nochmal die blauen Dinger da am Boden halt. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt habe ich dann noch ein paar andere Levels gemacht. Ich finde es cool, coole Idee. Hat auf jeden Fall Spaß. Will ich auf jeden Fall versuchen, mir weiterhin durchzupacken. Ja, ich habe jetzt nur die ersten 3 oder 4 Levels, zeige ich jetzt nur hier im Video. Ja. Auf jeden Fall cool. So, da habe ich das erstmal ausprobiert, hier, dass man hier transferieren kann. Muss man auch. Irgendwann wird bei einem automatisch Energie abgezogen. Und da muss man den quasi immer ein bisschen aushelfen. Da sieht man jetzt hier. Oder die Spielbare wird gerade Energie abgezogen. Okay. Ja, im Hintergrund, ja, es regnet. Donnert gleich wahrscheinlich auch. Ja. Ja, ich kann das Wetter ja nicht beeinflussen. Ja. Sonne scheint zu viel auf der Fernseher, legt Sonne, schalte ich gleich aus. Ja, das geht leider nicht. Ist doch besser so. Na, soll ich mal Fenster mal zumachen? Ja, nicht, dass die im Vogel reingeht. Wie schon passiert. Ja. Am Markt. Scheiße. Hab natürlich hier so ein komisches Kippfenster. Das hat echt gerade reingeregnet. Aber egal. Gut, gerade sauber gemacht. Krise gemeistert. So. Ja, gibt hier noch Trophäen. Hier, man kann sich von verschiedenen Gefallen gibt es auch noch. In irgendwelche Zacken reinfliegen, Säurebad oder sich hier zerquetschen lassen. Mit beiden Robotern zerquetschen lassen oder so.
Oder nur alleine da reingehen, nur alleine nur einen spielen und so weiter. Ein bisschen verschieden muss man nachgucken. Aber wenn man einfach nur versucht, man kann natürlich, sollte man auch jeden Level packen mit beiden Robotern. Aber man kann auch manchmal auch einen machen, einfach so, nur alleine, aber trotzdem letztendlich muss man beide, jeden Level mit beiden Robotern packen, für auch alle Trophäen auch zu bekommen. Einfach mal so, dass man kann man mit einmal spielen, viele Trophäen, wo einem noch fehlen und so weiter. Man kann die Levels ja wiederholen, der ist ja der Gute. So. Ah ja, gut, zeige ich glaube ich jeden Level noch. Ach, da sind die Fallen, da hätte ich reinspringen müssen, ne? Wo ich weiß Bescheid. Da zum Beispiel dann die Stacheln. Muss man 25 mal sterben halt. Egal mit wem. Auch für eine Trophäe halt. Da die ganzen blauen Dinger muss man eigentlich in jedem Level alle Dinger einsammeln. Da muss man erstmal wissen, wo sie sind. Na gut, die zeigen eh meistens den Weg. Da auf jeden Fall, wie ich das gestern ausprobiert hatte. Tja, war schon auf jeden Fall gut begeistert von dem Spiel. Ja, das hat auf jeden Fall gut Laune gemacht. Macht immer noch Laune, da immer wieder was Neues halt. Wird vielleicht später, wird vielleicht ein bisschen stressig, weil man zu viel die Roboter hin und her wechseln muss, wahrscheinlich. Für dass man da eine Tür aufmachen muss und dass man dann erst weiterkommt in so einen Kram. Das wird wohl wahrscheinlich noch kommen. Aber egal, solange es Spaß macht. Das war so ein Geld wert, was halt wohl kostet. Weiß nicht, war auch im Angebot oder so. Ah ja, 50 Cent hat hier im Oktober 2022 ein Angebot. 50 Cent, ja. Sonst hätte generell 5 Euro gekostet. Aber die 5 Euro hätte ich sowieso auch dafür ausgegeben. Hätte ich gewusst, dass das so cool ist. Ah ja, das war hiermit dann auch schon. Schönen Dank. Bis dann, gell.